Hockey O'Clock mit Martin Pfanner über die Karriere des österreichischen Jahrhundertgoalies Reinhard Diewis wird präsentiert von Hockey Data. Hockey Data. Better Stats. Better Sports. Hockey O'Clock. Hockey O'Clock ist zurück. Und wie? Reinhard Diewis, der ÖEHV-Jahrhundertgoalie und erste Österreicher in der NHL, so intim wie noch nie. Ich werde nie vergessen, wo mich mein Vater abgeholt hat in meiner Wohnung, wo ich am Boden gelegen bin, weil ich nicht mehr im Bett liegen habe können. Da bin ich auf dem nackten Parkettboden gelegen, wo mein Vater dann auf der Couch sieht. Und ich habe ihm nie gefragt, was er dachte. Ich habe nur gesehen, wo er halt in die Luft schaut. Und vom Gefühl her ist auf seiner Stirn gestanden. Warum tut sich das mein Sohn noch an? Reinhard Diewis, von Teamkollegen verehrt, bei Rivalen berüchtigt. Ich habe gewusst, dass der Reinhard Diewis mit seiner Qualität, mit seiner auch mentalen Stärke und mit seiner Persönlichkeit ein absoluter Leader in dieser Mannschaft sein wird. Und dass es vielleicht auch der entscheidende Faktor ist, wie der Reinhard haltet, wie er die Mannschaft im Spiel haltet. Und deswegen habe ich natürlich dort auch mit meiner Art und Weise, als geht zum Spielen, habe ich natürlich versucht, viel zu provozieren, viel in den Playoffs mit ihm zu reden und ihm irgendwie aus dem Konzept zu bringen. Ich habe das mit mehreren Goalies und mehreren Spielern gemacht. Es hat meistens recht gut geklappt. Beim Reini war es komplett erfolglos. Reinhard Diewis, polarisierend wie wenige vor und nach ihm. Ja, ich kann ein Schwarzer sein. Kann ich. Bin ich auch bewusst, weil ich nicht einsehe, dass ich mit jedem reden muss, wenn man nicht reden will. Und wenn eine blöde Frage kommt, glaube ich, darf ich das auch sagen. Weil genauso wird mir mitgeteilt, wenn ich eine blöde Antwort gebe oder wenn ich ein Eiertor gekriegt habe. Nur kommt halt das auch arrogant rüber, was mir auch bewusst ist. Reinhard Diewis, von allen immer respektiert. Ich habe selten in meiner Karriere mit jemandem zusammengespielt in der Mannschaft, der so ehrgeizig war und so willig, besser zu werden wie der Reini. Er hat derartig einen Einsatz im Training gezeigt und dafür hat er von allen Mitspielern immer den größten Respekt bekommen. Und so wie er an seine Leistungsgrenze und an die Schmerzgrenze gegangen ist und darüber hinaus, das ist wirklich vorbildlich gewesen. Von Wien hinaus in die große Welt, bis in die NHL und zurück. I do have a story about Reinhard Diewis. It's a story I will never forget and I've also shared with lots of goalies and with players. Unzählige solche Geschichten über 5 Wochen in 5 Episoden. Die große Karriere des österreichischen Jahrhundertgoalies so ausführlich wie noch nie. Am 27. Juli überall dort, wo es Hockey O'Clock mit Martin Pfanner gibt. Gerne mehr davon. Hockey O'Clock mit Martin Pfanner über die Karriere des österreichischen Jahrhundertgoalies Reinhard Diewis wurde präsentiert von Hockey Data. Hockey Data. Better Stats. Better Sports.